50 Tage, 50 Videos, immer um 15 Uhr. Das ist mein 50.000 Abonnenten-Special an euch da draußen. Und heute mit dem Thema die 10 besten BMW-Gadgets. Das und mehr nach dem Intro. Ja, wir waren auf den BMW Days in Garmisch und wir haben uns gefragt, was kann man seiner GS, seiner Doppel-R oder seiner R90 Gutes tun. Und dafür haben wir uns die 10 coolsten, lustigsten und interessantesten Gadgets rausgesucht. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren Top 10. So, unser allererstes Gadget vom heutigen Tag ist etwas sehr, auf der einen Seite sehr Einfaches, aber auf der anderen Seite sehr Wichtiges. Nämlich dieses Band, was man hier drauf machen kann. Dadurch hat man zwei Vorteile. Als allererstes mal optischen Vorteil. Es sieht sehr gut aus, es gibt es in verschiedenen Farben und in verschiedenen Möglichkeiten. Und als zweites kann man dieses Band nehmen, um einfach Brandflecken auf seinen Beinen zu verhindern. Hier ist es auf jeden Fall ein optisches Gimmick, was für mich stark aussieht und bei dem Motorrad auch super dazu passt. Was man auch sagen muss, die BMW hat hier einen anderen Scheinwerfer bekommen. Diese hat sogar Kurvenlicht. Das heißt, wenn man in die Kurve reinfährt, leuchtet man mehr in der Kurve rein als bei den normalen Standardscheinwerfern. Außerdem sieht das super aus, wenn man startet. Echtes Eiskaffee-Feeling, wenn man den anlässt. Preis für dieses Band ist um die 50 Euro und der Scheinwerfer kostet 680 Euro. Aber damit habt ihr eine Weitsicht auch bei Nacht. Was ich hier an dieser Stelle dazu sagen muss, es ist kein Ranking, es ist einfach nur 10 coole Gadgets. Es sind die coolsten, die wir gefunden haben. Also hier zwischen diesen Gadgets, die geben sich nichts. Aber ihr könnt gerne euer Ranking, euer persönliches in die Comments schreiben. So Leute, wenn euch bei der Reise ein bisschen Fleisch einpackt und ihr irgendwo zelten seid und euch denkt so, heute will ich grillen und keinen extra Griller aufbauen müsst, dann schaut euch dieses Teil an. Hier kann man einfach auf seiner GS einen Griller dran bauen. Bieröffner wird auch gleich mitgeliefert und wenn es zu heiß ist oder zu kühl, nehmen wir das einfach hier hoch, zack und geben das runter. Alles zusammenbaubar und spülmaschinenfest. Gibt es was Besseres? Gadget kostet 89 Euro. So, ich sitze jetzt schon beim nächsten Gadget bei der Firma Gilles. Die haben uns hier eine Doppel-R mit allerlei Umbauten hingestellt. Vom extrem coolen Lenker, wo man einfach noch ein bisschen weiter runterkommt, noch besser auf der Rennstrecke funktioniert. Bis zur speziellen Fußrastenanlage, aber genauso Sturzpads und andere Kleinigkeiten, die man noch am Motorrad umbauen kann, vom Bremshebel und so weiter. Aber mein Gadget, was für mich hier am herausstechendsten ist, ist die Rastenanlage und zu der schauen wir jetzt genauer hin. Das Spannende bei der Fußrastenanlage ist, dass sie komplett einstellbar ist und hier sieht man bei einem Nuller das Original, also wie es standardmäßig ist und man kann sich das individuell anpassen. Auch ist hier die Racing Fußraste verbaut und man kann einfach durch dass die Gelenke hier alle kugelgelagert sind, viel schneller schalten und viel schneller und effizienter bremsen bei dieser Anlage. Hier hinten ist das alles komplett modular, also man kann das austauschen, wenn nicht mehr der Originalauspuff ist, kann man diesen Halter wegmachen und jedes Teil, was von dieser Fußraste existiert, kann man sich einfach jederzeit nachbestellen bei einem Sturz. Wenn was kaputt geht, stößt du das einfach noch und hast nie das Problem, dass du da eine neue Anlage kaufen muss. Kostenpunkt für die Anlage sind 525 Euro. Das ist jetzt die reine Racing-Anlage. Es gibt auch nochmal eine mit Straßenzulassung, also ein Adapter-Kit. Das kostet rund 80 Euro mehr. Dann hat man einfach eine ABE-Bescheinigung und klappbare Fußrasten. Auf der Schaltseite gibt es natürlich auch wieder die ganz normale Fußrastenanlage. Hier auch wieder im Racing-Fußrastenanlage. Individuell einpassbar, genauso wie auf der anderen Seite. Interessant ist hier, dass man das natürlich auch Racing-typisch umkehrt machen kann. Erst darauf alle anderen Gänge runter, ganz einfach. Und man kann das, den Position von diesem Hebel noch leicht justieren, um einfach noch mehr Ergonomie erzeugen und dann einfach auch besser und schneller zu sein, weil ganz ehrlich, bei einer Racing-Fußrastenanlage, die soll nichts anderes machen, als dich schneller machen. Und genau das kann diese für euch bewerkstelligen. So, ich bin jetzt bei Wunderlich, bei der Wunderbobber. Und ich muss sagen, jetzt machen wir ein größeres Gadget-Paket. Die Basis bei dem Motorrad ist eine R90, die komplett umgebaut wurde von Wunderlich mit verschiedenen Lackierarbeiten. Wunderschön. Ihr wisst ja, wir waren letztens bei Wunderlich sogar zu Besuch und haben uns das schon ein bisschen angeschaut. Ha, herrlich. Aber das Gadget, was es eigentlich jetzt gehen sollte, zeige ich euch nun. Alles von der Fußraste bis zum Heck. Dieser Umbau, wenn ihr den so haben wollt, in diesem geilen Design, seid ihr mit 1600 Euro circa dabei. Da ist alles an Umbauten dabei.
dass ihr das so fahren könnt. Ich muss sagen, wow, das verändert das Motorrad komplett und gibt dem Ganzen einen neuen Look, einen scharfen Look, einen wunderlichen Look. Gefällt mir richtig gut. So, meine Lieben, jetzt bin ich bei Hornig und wir haben uns hier ein geniales Gadget ausgesucht. Man kennt's doch. Man fährt irgendwo herum und man muss den Gegenüber warnen, dass man kommt zum Beispiel oder irgendein Blödsinn passiert und man muss hupen. Manche Hupen sind sehr leise. Hornig ist hingegangen und hat eine neue Hupe konstruiert, die so laut ist, ich spiele es euch kurz hier ein, dass man sagen muss, okay, genial. Problem nur, die Hupe braucht so viel Energie, dass sie nicht direkt funktioniert, wenn man sie über das Hupensignal machen würde. Hornig ist hingegangen, hat ein Kit gemacht, was direkt an die Batterie geht über ein Relais und verbindet das aber ganz normal mit eurer normalen Hupenposition. Ihr braucht keinen zusätzlichen Knopf, es ist alles Plug and Play und mit der Hupe hört euch jeder. Preis für dieses Hupen Plug and Play System sind ca. 80 bis 100 Euro, die ihr rechnen müsst, um in Zukunft bei Gefahren auch wirklich gehört zu werden. Und ein zweites Gadget auch bei Hornig möchte ich auch noch zeigen. Zweites Gadget von Hornig, man kennt sie alle, diese irrsinnig großen schwarzen Rahmen um die Kennzeichenhalterung. Manchmal passen sie nicht, es zwickt, es ist zart und macht eigentlich keinen Spaß. Hornig ist hingegangen und hat eine verstellbare Halterung gebaut, die wirklich nur dort greift, wo das Kennzeichen gehalten werden muss. Stabil, einfach und kostengünstig. Das Gadget kostet rund 30 bis 40 Euro, dann seid ihr schon dabei und habt eine kleine Halterung ohne diesen schwarzen dicken Balken rum. Es ist ungefähr so wie beim Smartphone mit diesen randlosen Displays. Sieht ziemlich cool aus und gefällt uns. Jetzt sind wir am Stand von Held und hier hinter mir hängt schon die Held Atacama, das Top-Produkt von denen. Aber ich möchte euch das nicht als Gadget verkaufen. Ich verkaufe euch was anderes als Gadget, nämlich das Held Leitsystem. Mein Gadget ist definitiv hier bei Held dieses Leitsystem. Das kann man hier entweder in der Atacama hier vorne in diesen kleinen Rillen eingeben und dadurch wird man nach vorne und nach hinten beleuchtet. Das Ganze kann man chargen mit einer kleinen Powerbank und dadurch habt ihr eine bessere Sichtbarkeit im Dunkeln. Man sieht es hier auf den etwas zerknitterten Banner. Wir haben es schon bei Held direkt mal getestet und ich finde, das ist eins der Gadgets, die auf jeden Fall relevant sind. Hier sieht man auch bei der Atacama schön diese Schächte, die hier verbaut sind. Kostenpunkt für das Ganze sind rund 90 Euro. Nächstes Gadget, Fahrwerk von Touratech. Touratech ist bekannt für Kleidung, Koffer, allerlei Anbauteile, aber auch bauen sie Fahrwerke, die nicht so bekannt sind. Und ich dachte mir, heute nehme ich mir die Zeit und erkläre euch mal ein bisschen was zu Fahrwerken. Hier ist rein für die GS-Baureihe das Fahrwerk. Wir fangen beim günstigsten an und gehen dann zu den teureren Modellen. Das Einstiegsfahrwerk kostet ca. 1000 Euro, 550 Euro oder 590 Euro, vier jeweils vorne und hinten von eurer GS. Also ist einstellbar, aber nicht feinjustierbar und nicht so gut. Man macht fast einen Rückschritt, weil bei dem zweiten Modell kann man dann schon die Federvorspannung einstellen und das ist dann auch, ab da fängt es an sozusagen besser zu werden als das eigentlich originale Fahrwerk. Hier einstellbar schon im Level 2. Da geht es dann schon zu den richtig guten Geräten mit elektronischer Einstellfunktion für vorne und hinten macht man das Ganze noch manuell. Vorteil ist hier, dass Gas und Öl in der Trennkolbenbauweise gebaut wird und auch, dass diese neuralgischen Punkte stabiler ausgestattet sind und dadurch eine höhere Effizienz gibt beim Fahren. Warum Trennkolbenbauweise? Weil in der Originalvariante kann sich Schaum bilden und dadurch verschlechtern sich die Fahreigenschaften von deinem Fahrzeug. Das waren jetzt die halbelektronischen, wo vorne elektronisch funktioniert, hinten manuell. Es gibt natürlich auch die vollelektronische Geschichte, wo einmal alles geht. Alles Plug and Play, reingestöpselt, losgefahren. Er hat es uns so erklärt, einen Kaffee bei Touratech trinken und dann mit dem neuen Fahrwerk weiterfahren. Die bauen das ein, stellen euch das individuell an euer Gewicht, an eure Beladung an und ihr könnt damit loslegen. Preis fürs teuerste Fahrwerk vorne und hinten sind 3000 Euro. Mit dem wunderschönen Gadget bist du dann für deine Weltreise gewappnet. Heißer Tag, heiße Geräte. Ich bin jetzt hier bei BMW Motorrad Navigation und vor mir seht ihr schon das Navigationsgerät 6. Generation. Dieses Navi ist auch mit den Vorgenerationen kompatibel mit den Halterungen. Ihr müsst nicht immer die Halterung tauschen, aber cooles kleines Gimmick. Hier ist ein Schloss drauf und mit dem könnt ihr euer Navigationssystem verschließen. Sehr interessant und
das Navigationssystem arbeitet auch mit dem Bordcomputer zusammen. Ihr könnt euch alles anzeigen und wir können es per Draht auch bedienen. Zieleingabe erfolgt dann schon nochmal auf dem Navi direkt drauf. Es ist Touch, ganz klar. Kostenpunkt bei dem Navigationssystem mit Einbau sind ca. 1000 Euro, was ihr ausgeben müsst, um als komplette Navi mit Halterung und Montage. Noch ein Highlight ist, dass dieses Gerät auf den Garmin-Geräten basiert. Es ist kein vergleichbares Garmin derzeit am Markt. Es hat ein paar andere Features, die von BMW dazugegeben wurden. Und das heißt auch, dass ihr da noch besser navigieren könnt und schneller und einfacher seid damit. Letztes Gadget und hier bin ich bei Illenberger Carbon. Und das ist mal eine Wucht. Sie haben eine neue Art des Carbons oder eine neue Struktur des Carbons in dem gleichen Verfahren, wie sie es bisher machen. Und das heißt auch in der gleichen Qualität, wie sie es bisher machen. Das nennt sich Black Diamond Carbon und ist so exklusiv, dass hier nur produziert wird auf Bestellung. Also, wer solche Teile möchte, geht jetzt auf Illenberger und bestellt sich diese wunderschönen Carbon-Teile. Die erinnern mich so massiv an Lamborghini. Ich finde das eine Wucht. Also ich bin hier heute Vormittag da gestanden und dachte mir so, wow, einfach nur Bewunderung, sieht einfach fantastisch aus. Kostenfaktor ist aber leider ein bisschen ein anderer. Wir sprechen hier von circa dem doppelten Preis als im Vergleich zu dem normalen Carbon, was Illenberger verkauft. Oder normal zum Oberklasse-Carbon, was Illenberger verkauft, muss man an dieser Stelle klar sagen. Alle anderen Teile, die ihr haben wollt für euer Motorrad, gibt es ganz normal wieder zu kaufen. Einfach den Online-Store abchecken und dort findet ihr alle weiteren Infos. Welches Gadget ist euer Highlight? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!